Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 14 Tagen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, zwei der Schwerter. Entscheidungen. Ist Entscheidung. Ist eine Karte, die momentan sehr oft kommt. Also, zwei der Schwerter sollte keine Überraschung sein bei niemandem, okay? Weil bei zwei der Schwerter passiert vorher Ass der Schwerter. Man trifft eine Entscheidung, ja, man sagt, ab jetzt werde ich nicht mehr Kaffee Latte trinken. Und dann steht man da vor einer Theke und muss mit zwei der Schwerter hier entscheiden, ob man wirklich hinter dieser Erkenntnis steht oder nicht. Okay, Ass der Schwerter, okay, das ist eine blöde Kuh, ja, das ist die Erkenntnis. Und dann mit zwei der Schwerter kommt der Moment, wo die blöde Kuh anruft, ja, und man dann entscheiden muss, werde ich jetzt ans Telefon gehen und mich bei ihr einschreiben oder gehe ich ans Telefon und sage ihr, oder hey, ruf mich nicht mehr an. Ja? Das ist zwei der Schwerter, es ist keine Überraschung und acht der Schwerter ist eine Überraschung. Das ist dann das, was beim Gegenüber passiert. Ja, die blöde Kuh, die erstarrt, ja? Kaffee Latte ist schockiert, okay. Also es ist so, dass du in den nächsten zwei Wochen Krebs damit konfrontiert wirst, ob du, sorry, dass ich so sage, dein Mann stehen kannst oder nicht, ja. Oder deine Frau stehen kannst oder nicht, wie auch immer es genderneutral ausgesagt wird. Okay, also kannst du hinter dir stehen, ja oder nein? Du hast da mit Ass der Schwerter bereits entschieden und mit zwei der Schwerter musst du jetzt, bist du jetzt mit dieser Situation konfrontiert, wo du eben ja oder nein sagen musst. Okay, um was genau geht es hier bitte? Drei der Münzen. Ich bin ja so naiv. Denke an Kaffee Latte. Denke an Kaffee Latte. Drei der Münzen. Es ist ja eine sehr interessante Energie, Krebs. Ich habe den Eindruck, dass hier solange jemand, es ist eine Person hier, okay, solange diese Person hier schwammig war, du cool bleiben konntest. Okay. Viele schauen hier für die Liebe, ja, falls das hier dein Herzensmann, deine Herzensdame ist, dann konntest du bisher schwammig bleiben in Bezug auf deine Erkenntnis. Du musstest hier niemandem mitteilen, dass du willst oder nicht willst, musstest nichts aussagen, musstest kein Statement abgeben sozusagen und dementsprechend, ja, konntest du cool bleiben. Und jetzt mit drei der Münzen will aber jemand, dass du zeigst, was du wirklich denkst, will hier jemand, dass du eine Entscheidung fällst, drei der Münzen, jemand macht sich hier ernsthafte Gedanken in Bezug auf eure Zukunft, denkt hier an dich und möchte, dass du nun sagst, ja, Krebs, was denkst du? Krebs, bist du dabei? Krebs, bist du nicht dabei? Also jetzt musst du entscheiden. Jetzt musst du entscheiden. Also bisher war dieser Mensch unentschlossen, ja, dir gegenüber und das hat es schon ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Weil du musst es nicht sagen. Hm? Du musst es nicht sagen. Hm? Und jetzt musst du etwas sagen. Drei der Münzen, dieser Mensch plant hier etwas und jetzt kommt der Punkt, Krebs, wo du deine Aussage machen musst. Okay. König der Stäbe. Erwarte hier von diesem Menschen in den nächsten zwei Wochen, Krebs, eine Ansage, eine Nachricht. Okay, dieser Mensch wird hier in deinem Leben in den nächsten zwei Wochen auftreten. Acht der Münzen. Deswegen warst du froh drum, dass du hier dich nicht drum kümmern musst. Ziemlich ähnliche Energien wie bei Wieder. Ja. Siehst du hier drei der Münzen, acht der Münzen? Das macht elf der Münzen. Mit zehn wird die Kartenreihe abgeschlossen und mit Ass der Münzen fängt man von vorne an, fängt man etwas Neues an, fängt man die nächste Stufe an. Die Sache ist die, du bist hier an etwas dran.
Und ohne das, sorry, Fliege, kommt von der Pflanze hier links. Ohne das hier abgeschlossen zu haben, oder? Weil du bist hier bei 8 der Münzen, du bist hier auf und dran, 10 der Münzen zu erreichen. Es fehlt nicht mehr viel, sagst du. Und das hier würde dir in die Quere kommen. Weil die Sache ist die, du willst diesen König der Stäbekrebs. Aber nicht jetzt. Erst in 2 Monaten. Ich sehe es hier. Anhand der Differenz zu 10 der Münzen. Ich habe auf meiner Webpage habe ich im Online-Shop unter Tarot lernen gibt es Spickzettel. Spickzettel, Zeitangaben im Tarot heißt es. Da kannst du lernen, wie du anhand von Tarotkarten Zeitberechnungen machen kannst. Du Krebs brauchst 2 Monate Zeit. Du hoffst, dass hier dieser Mensch erst Anfang Jahr ein Investment von dir will, ein Ja von dir will, eine Zusage von dir will, ja, dass er sie deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen erst ab Anfang 2024 haben möchte, weil du dir hier ein Ziel gesetzt hast und hier noch 2 Monate fehlen, bis du das Ziel erreicht hast, okay? Das ist wie eine Beförderung in Stadt A und dann wird dir in Stadt B eine Wohnung angeboten. Aber hier steht die Beförderung bevor. Oder das ist so eine zweite Chance, eine zweite Möglichkeit, die hier auf dich zukommt, aber du willst erst die erste Möglichkeit voll ausgelotet haben, ja, voll ausgeschöpft haben. Okay. Gut. Ich habe hier, weißt du, ich habe hier ein Totenschädel hier liegen. Ist schon nicht so, dass dieser Mensch dich jetzt, oder dass dieser Mensch hier ausgerechnet dann über dich stolpert, wenn du viel zu tun hast, viel um die Ohren hast, Krebs. Es ist schon so, dass du mal hier mit diesem Menschen etwas anfangen wolltest, investieren wolltest, planen wolltest, dich voll hingegeben hast, ja, und dann musstest du es aber wieder begraben. Ja? Hey, wenn der Zug mal abgefahren ist, gibt es kein Zurück mehr. Das Gegenüber darf hier froh drum sein, dass du hier überhaupt das Ganze nochmals bedenkst. Ist aber sicher. Aber sicher. 5 der Schwerter. Wirst hier ausweichen. Ja, du wirst hier ausweichen. Mäßigkeitskarte hier. Mäßigkeit. Zurückhaltung. 2 der Schwerter hier, 5 der Schwerter hier. Das macht dann 7 der Schwerter. 7 der Schwerter ist das Ausweichen vor einer Entscheidung. Ja. Ausweichen vor einer Entscheidung, das ist das Abhauen vor einer Entscheidung, das wird dann dein Gegenüber sehr verletzen. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Krebs, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.